Hallihallö und herzlich willkommen zurück zu Aeris O'Haras Reise durch die Welt von Eorzea und zum Trollreport A Tale to be Told mit Final Fantasy XIV. Wir haben beim letzten Mal ja dem Sultanat von Uldar einen doch nicht unerheblichen Gefallen getan, indem wir die Krone der Sultana zurückgeholt haben. Hoffen wir mal zumindest. So richtig in den Händen hatten wir sie jetzt noch nicht, aber es sah ganz gut aus. Und vor allen Dingen haben wir die Schufte, die für den Diebstahl verantwortlich sind, ordentlich vertrimmt. Und da können wir uns doch hoffentlich darauf einigen, dass das eine gute Sache ist. Spannend ist jetzt nur, was unsere spontane Hilfestellung für das Sultanat für Folgen haben wird. Und um das rauszufinden, werden wir uns mal zielstrebigst zum Hauptquartier der Königsgarde begeben. Um da nochmal eine kleine Debriefing-Nachbesprechung mit unserem Kumpel Papaschan durchzuführen, der offenkundig in seiner Funktion als Vorsteher des Rangierbahnhofs das offensichtlich nur in Teilzeit oder vielleicht undercover gemacht hat, weil er scheint immer noch eine hohe Position bei den Salton Swans zu haben. Naja. Alle warten auf euch, Abenteurerin. Ja, bitteschön, ich möchte rein. Na, Owen, alle gut? Ihr habt meinen tief empfundenen Dank, Aeris. Dafür, dass ihr den guten Namen ihrer Hoheit verteidigt habt. Und dafür, dass ihr den Certain Swans eine weitere Schande erspart habt. Ich glaube, Meister Papaschan möchte euch persönlich danken. Jo, das können wir einrichten. Wir sind ja gerade da. Hallo, Papaschan. Wie sieht's aus? Krone am Start, oder wie? Oh, überrascht es dich, mich so zu sehen, Aeris? Ich war früher mal ein Certain Swan, musst du wissen. Obwohl es schon 15 Jahre her ist, seit ich mein Schwert niedergelegt habe und die Rolle eines Bahnhofsvorstehers angenommen habe. Und falls du das anzweifeln solltest, das ist eine Position, die mich nicht weniger stolz macht, dass ich sie ausfülle und darin diene. Wann auch immer Ihre Hoheit eine Reise außerhalb der Tore von Uldar unternimmt, habe ich die Ehre, sie persönlich zu beschützen. Ich habe sie noch nie so niedergeschlagen gesehen wie in jenem Moment, als sie die Nachricht von dem Diebstahl der Krone erreichte. Aber dank deiner tapferen Bemühungen ist sie nun zu ihrem früheren, lebenslustigen Selbst zurückgekehrt. Dir gebührt der Dank eines jeden Salton Swan, Aeris. Cooler Typ, Papa schon. Exalted Vessel of Northal, Guardian of Thanalan. 17th Ascendant to the Throne of Uldar. Her Royal Majesty, Nanamo Ulnamo, presides. Die Sultana persönlich. Long live Nanamo! Long live Nanamo. Glory to the Glory Sultana! To the Sultana. Forever, may she, Forever reign. May she reign! They regaled me with tales of a champion amongst champions, once whose tireless service to the crown merited the highest honor we might bestow. Never did it occur to me that it might be you. Bring it forth! Oh, offensichtlich kennt die Sultana uns schon. Betokening our gratitude and esteem, I, Nanamo Ulnamo, Sultana of Uldar, confer upon you this gift. Rauban? Der Flammengeneral persönlich. Your Grace. See to it that our champion is my personal guest at the banquet. As you command, Your Grace. If what they say is true, Uldar owes you a great debt. I am Rauban al-Din. With the consent of Her Grace, I oversee the affairs of the Sultanate. Brave souls are few and far between in these times. I count my blessings when I find one. Her Grace invites you to join her at the coming banquet. I trust I will see you there. An honor! Huzzah! Indeed. Come, hero! Until then,
For the sake of her grace and the glory of the Sultanate, may you walk in the light of the crystal. Tja, würde ich mal sagen, Score! Vorbei sind die Zeiten vom lustigen Brezel schubsen und Brief austragen. Die Sultana persönlich hat uns eingeladen zum großen Bankett. Wir sind jetzt offensichtlich eine Heldin von Uldar. Was richtig gut ist. Richtig gut ist ebenfalls auch Sultana Nanamo Ulnamo. Beste Regentin, sage ich. Beste königliche Regentin. Die Chefin von Gigatana ist auch relativ awesome. Von Admiral Blythiswin in Lemsadomensa brauchen wir gar nicht zu sprechen. Ist übrigens ganz lustig, ne? Alle drei Stadtstaaten werden tatsächlich von Damen geleitet. Naja. Owain. Was gibt's? Eine Frage der Tradition. Owain möchte mit dir sprechen bezüglich der Einladung der Sultana. Bei den 12 Eris. Es ist noch nie passiert, dass eine Abenteurerin eine persönliche Einladung von ihrer Hoheit erhalten hat. Die Plätze bei diesem Bankett werden nur den herausragendsten Individuen angeboten. Ihr werdet mit einigen der einflussreichsten Leute in Uldar zu Abend essen. Es gibt da natürlich bestimmte Protokolle, die befolgt werden müssen. Aber ich bin alles andere als eine Autorität bezüglich dieser Protokolle. Fürchtet euch jedoch nicht. Mistress Mimodi ist schon seit langer Zeit verantwortlich dafür, externe Gäste mit unseren Bräuchen vertraut zu machen. Bitte kehrt zurück in den Quicksand und sprecht mit ihr. Sie wird euch alles mitteilen, was ihr wissen müsst. Na dann. Schon beeindruckend, wie viele doch relativ zentrale Aufgaben die gute Mimodi als Tavernenbesitzerin hier in der Stadt so übernimmt. Wobei sie jetzt ja primär nicht in der Rolle als Tavernenbesitzerin ist, sondern als Kopf der örtlichen Abenteurergilde. Trotzdem, ich habe das Gefühl, also wenn ich einen Krieg mit Uldar anfangen müsste, wäre glaube ich das erste irgendwie Mimodi gefangen zu nehmen. Wahrscheinlich würde dann schon irgendwie so die Hälfte der so alltäglichen Prozesse hier einfach komplett kollabieren. Aber natürlich wird das nicht passieren, weil wir wollen ja mit Uldar keinen Krieg anfangen. Wir wollen auch Mimodi nicht entführen. Lieber wollen wir mit dir reden. Willkommen zurück, Eris, und herzlichen Glückwunsch zu deiner Einladung zu der großen Soiree. Um ehrlich zu sein, hätte ich mir niemals träumen lassen, dass ich einmal dir diese Prozeduren erkläre. Normalerweise sind es nur fremde Würdenträger, die mir dabei zuhören dürfen, wie ich Stunde um Stunde von royalen Traditionen quassle. Na, wie dem auch sei, ich weiß ja, du bist eine beschäftigte Frau, also werde ich es mal kurz und knapp halten. In Übereinstimmung mit den uralten Traditionen wird von allen Gästen des Banketts erwartet, dass sie ein paar zeremonielle Ohrringe tragen, die speziell für diesen Anlass hergestellt wurden. Diese Ohrringe dienen als Symbol für... Ach, weißt du was, vergiss das einfach. Das soll hier ja die Kurzversion werden. Also, das Design der Ohrringe ist einzigartig zugeschnitten auf den Anlass und dient gleichzeitig als eine Art Sicherheitsmaßnahme. Die Sultansworn werden dich nicht mal in die Nähe der Halle lassen, wenn du sie nicht trägst. Dein Paar sollte eigentlich bereits bereit sein und auf dich warten in der Gilde der Goldschmiede. Mistress Serendipity erwartet dich bereits, also solltest du jetzt auf direktesten Wege dorthin gehen. Sobald du sie hast, bring sie hier zurück und dann fahren wir fort. Okido. Stylische Ohrringe für Eris. Eine etwas extravagante Eintrittskarte? Aber es ist halt Uldar, ne? Da besteht vermutlich selbst die Dauerkarte irgendwie fürs örtliche Fußballstadion außer Vieren. Warum also auch nicht quasi die Eintrittskarten für das Bankett der Sultana? Mistress Serendipity, Hallöchen. Grüße, kann ich dir mit irgendwas helfen? Ah, Eris, ja deine Ohrringe sind direkt hier. Ich habe sie selbst hergestellt, musst du wissen. Ich glaube, du wirst sehr zufrieden sein. Für den Fall, dass Mistress Mimodi dich nicht gewarnt hat, die Box ist verschlossen und ich habe keine Genehmigung dafür, dir den Schlüssel auszuhändigen.
Das ist so eine Art letzte Sicherheitsmaßnahme, musst du wissen. Nur designierte Individuen sind dazu autorisiert, die Ohrringe an Gäste auszuhändigen. In diesem Falle ist die fragliche Person niemand anderes als Mistress Memodi. Also wirst du sie wohl fragen müssen, dass sie die Box für dich aufmacht. Bitte entschuldige die Unannehmlichkeiten, aber die Sultan Swans nehmen die Sicherheit ihrer Hoheit sehr, sehr ernst. Das ist überhaupt gar kein Problem. Wo ist denn... Nanü? Ha. Ha, da ist er ja. Hallo. Ja, man kann im Spiel natürlich auch den Beruf einer Goldschmiedin annehmen. Oder eines Goldschmieds eben. Dann hat man natürlich häufiger mit Serendipity, der Gildenleiterin, zu tun. Und auch mit ihrem quasi Atlatus, einem kleinen Mehmet. Also nicht Mehmet im Sinne von wie der Name, sondern das ist er da. Ein kleiner Automaton. Der relativ besonders ist. Er ist sehr alt und eigen. Ist tatsächlich eine der netteren Trader-Quests. Bin mir immer noch nicht sicher, also ich gehe mal sehr stark davon aus, dass wir die Handwerksberufs-Job-Quests irgendwie hier nicht live on tape machen werden und wahrscheinlich werde ich sie mit Eris gar nicht größer nennenswert angehen. Die sind, wie gesagt, allesamt cool und ich werde auch bei Gelegenheit auf jeden Fall mal das Crafting und das Ressourcensammelsystem von Final Fantasy zeigen, weil auch das ist genial. Ich habe mit Bael, glaube ich, muss ich mal sagen, mindestens anderthalb Wochen nur begeistert irgendwelche Rohstoffe gesammelt und Zeugs gecraftet. Und wer mich ein bisschen kennt oder die eine oder andere Treueport-Serie schon kennt, ich hasse Crafting-Systeme. Bis auf den Tod kann ich die normalerweise nicht leiden. Aber selbst das kriegt Final Fantasy XIV hin, dass das irgendwie geil ist und Spaß macht. Naja, okay. So, jetzt mal dazu. Wir haben jetzt die Ohrringe. Jetzt, also genauer gesagt, haben wir die Box. An die Ohrringe muss uns jetzt Momodi bringen. Hast du deine Ohrringe schon aufgesammelt, Eris? Ja, Wolski hatte. Eine Rosenholzbox. Eine kleine Box, die aus einem einzelnen Stück Rosenholz gefertigt wurde. Lass mich nur... Okay. Sieht aus, als hätte die Gildenmeisterin sich diesmal mit diesem Paar echt übertroffen. Du passt besser wirklich gut auf diese Ohrringe auf. Wenn sie in die falschen Hände fallen, dann wissen nur die Götter, was passieren könnte. Nun gut, ich hoffe mal, dir steht der Sinn nach etwas Geselligkeit, Eris, denn du stehst kurz davor, auf Du und Du mit der Elite von Uldar zu werden. Lass es mich wissen, wenn du bereit bist, zum Bankett zu gehen. Ja, Wolski. Level up. Sehr schön. Wenn wir ganz kurz gucken, wir haben ja jetzt nochmal wieder ein paar Gegenstände gekriegt. Na gut. Nur den Uldan-Ring. Das ist ein relativ merkwürdiger Ring. Ich kenne tatsächlich nicht viele, die so sind wie die wir quasi so etwa zur Mitte unserer Startregions-Questline bekommen. Hier in dem Fall, ne? Wir sehen, normalerweise haben so die Gegenstände häufig Stärke, Vitality, sonst sowas gelöht. Hier gibt es tatsächlich Direct Hit Rate und Widerstand gegen stumpfe Waffen. Ist vielleicht noch ein altes Relikt, vielleicht ist es auch was besonders Cooles, keine Ahnung. Naja, soll uns nicht kümmern. Ey, wir müssen auf jeden Fall die... Warte mal. Wir haben ja jetzt aktuell noch, genau, die schon abgenutzten Ohrringe. Die Stimme der Gerechten. Ein paar zeremonieller Ohrringe, die von allen getragen werden, die das königliche Bankett der Sultana besuchen. Und... jetzt auch. Yay. Ein königlicher Empfang. Momodi möchte sich verabschieden, bevor du zum Bankett gehst. So, jetzt ist es soweit, Eris. Dein großer Auftritt in der High Society von Uldar. Das Bankett wird in der Fragrant Chamber abgehalten. In der duftenden Kammer. Aha. Begib dich zur königlichen Promenade und Bartholomew wird dich reinlassen. Ach ja, aber denk dran, dass du wirklich vorher erst die Ohrringe anlegst. Weil sonst wird er dich direkt wieder nach Hause schicken. Gut, ich denke, das sollte es erstmal sein. Lass dich bloß nicht von dem ganzen Prunk und von dem Zeremoniell nervös machen. Sei einfach du selbst und du wirst keine Probleme haben. Okay.
Bedeutet das, sobald wir beim Barkent angekommen sind, müssen wir die erste holde Dame oder den ersten reichen Pfeffersack irgendwie erst spotten, ihm dann das Schild ins Gesicht hauen und... Oder müssen wir ihnen die Brezeln geben, oder... Das ist ein bisschen unsere Kernkompetenzen. Briefe schmeißen, Brezeln schubsen und tanken. Naja. Vielleicht entdecken wir bisher völlig ungesehene Qualitäten bei unserer Eris, nicht wahr? Wobei ich bei allem sei du selbst irgendwie das Gefühl habe, hier in unserer Kampfausrüstung da anzutanzen. Vielleicht tatsächlich unsere Startausrüstung, die leichte Abenteurerkleidung ein bisschen festgeeigneter? Naja, marginal, passt schon. Und ich meine, mein Indie des Tages ist immer hierher gekommen, um Monstern und bösen Typen eins zu kleistern, nicht um die Eliten zu begeistern. Ich würde sagen, wir bleiben einfach bei unserem Outfit, gell? Bartholomew. Hä? Voice of the Just? Ich dachte, ich hätte... Ein Bankett, das von ihrer Hoheit der Sultana ausgerichtet wird, wird in Kürze beginnen. Teilnahme nur auf Einladung. Bitte macht Platz für die eintreffenden Gäste. Aha. Ich möchte darum bitten, dass Sie sich von den Türen wegbewegen, Madam. Falls ihr eine Einladung erhalten habt, muss ich euch bitten, die Einlassbedingungen zu bedenken. Und bei den Zwölfen, ich hoffe wirklich, ihr habt nicht die relevanten Stücke verlegt. Ich kann mir nur vorstellen, mit welchem Grauen es Mistress Serendipity erfüllen würde, wenn sie für euch ein weiteres Paar herstellen müsste. Ha, aber ich dachte... Sag, bei dem Rumgewühle... In unserer doch sehr beschränkten Kleiderbox hat sie natürlich die Stimme der Gerechtigkeit, weil die keinerlei Stat-Verbesserung hat. Ein rein dekoratives Item ist. Ich muss mal gucken, kann man die eigentlich sehen? Ja, da sind sie. Nicht schlecht, wie ich finde. Sehr schön. Und jetzt wird Bartholomew uns hoffentlich auch ein bisschen mehr gewogen sein. Hallo? Ein Bankett, das von ihrer Hoheit der Sultana ausgerichtet wird, wird in Kürze beginnen. Teilnahme nur auf Einladung. Bitte macht Platz für eintreffende Gäste. Es ist eine Ehre, Sie zu empfangen, Milady. Bitte treten Sie ein. Na endlich! Schon frech, dass er uns nochmal abblitzen lassen wollte. All hail the Sultana! Aber sowas von. Your Grace. Rauban? By right of the Royal House of Ul, I, Nanamo, 17th of my line, have summoned you here. We are graced this day by the presence of a hero to Ul'dah, and dear friend to the crown. Honored guests, I give you our champion! Es ist unangenehm. Keine zwei Sekunden hier schon alle so, what? And with that, I bid you enjoy the feast. Not to spoil your appetite, but Ul'dah is hardly so bountiful as this meal would have you believe. While we gorge ourselves, children starve in the streets. And it's gone. Nor can her grace do aught to help them. She is thwarted at every turn by those on the Syndicate who derive their wealth from the workers' poverty. Beneath her mask of stately serenity, she is aghast at the plight of her subjects. But there will be no hope for the masses until the crown is restored to power. I am truly grateful for all you have done for Ul'dah. But there is so much more to do. Ja, da kann ich mir gut vorstellen. Und solange es nichts mit Brezeln zu tun hat oder Kürbissen, ist er am Start. That light. What is it? Das wüsste ich auch sehr gern. Shiny. So bright. Almost like... by the 12. Tell me true. Have you been troubled by strange dreams of late? Visions of the crystal?
Mayhap you put them down to an excess of ether. Yes, you are like they were. Allow me to explain. Before you came to Eorzea, there were others like you who fought the Primals. Jo, die Spielercharaktere von Final Fantasy 1.0. Though they were not of this land, when the Garlean Empire threatened the realm, they helped bring together the three grand companies. And they stood with us at Cartano, that fateful day 5 years ago. The day we lost them. None who survived have forgotten the hero's sacrifice. Nor would any man deny they fought alongside us. But the names of these heroes come not to our lips. The once familiar pages of their story are now blank to us. And in our mind's eye, their faces are naught but silhouettes amid a blinding glare. It is for this reason that we have come to call them the Warriors of Light. When I look at you, I cannot help but think of them and of what you might achieve. You must protect that crystal at all costs. It is a gift from Hydaelyn, Mother of All, and one she gave to you for a reason. Yours is no ordinary tale. If I am right, the fate of the realm may yet hang upon your deeds. Only heroes and martyrs are fit to bear such a burden. Let us pray you are the former. Da kickt das Echo wieder ein, ne? To the fore! Victory belongs to the bold! Show those Imperial whore sons what we're made of! The left flank buckles. Divert the barracudas. Bid them hold that position, though it cost them their lives. The yellow serpents are in need of succor. Pray, send the white wolves to their aid. The adventurers risk life and limb for our cause. We must not fail them. Is aught amiss? No, it is nothing. Bloody hells! The barrier won't go down so easily! Eyes forward! We are being watched. Eindeutig Impressionen von der Schlacht von Cartano, ne? Raging Bull, calling Bloodthorn! Bloodthorn, respond! Respond, damn you! Raging Bull, this is Mad Snake, respond!
Rider! This is Raging Bull! What news? We're surrounded by a blaze! There is no way out! God preserve, what is that thing? What's going on? Speak to me! God damn it! We cannot hold much longer! Mad Snake! Mad Snake! Answer me! His fishing was mailed. Kleine Metal Gear-Referenz, ne? Damn it! Damn it all to the seventh hell! What of the Barracudas? Can they not be reached? Sorry, Admiral. Shell's not working. What of our own? I cannot say, my lady. That monstrosity appears to be disrupting our communications. We must keep trying. Call till they respond. Yes, my lady. Admiral, General, we can do no more. We must give the order to withdraw. I will not forsake Louis Soir! General, please. Victory may belong to the bold, but there will be no victor this day. You know this to be true. Let us not sacrifice lives in vain. The adventurers fight bravely, but to no avail. Let them withdraw, and let us be the ones to stand with Louis Soir. Belay previous orders. All Maelstrom units are commanded to fall back, effective immediately. Give the foreign levy priority. Let the main host cover their retreat and bring up the rear. Damn it! Relay the order. All flames are to withdraw. I don't care if our link cells are useless. You still have a working pair of legs, don't you? Well, use them, you bloody halfwit! The outcome of this battle was long since decided. Better to retreat now than risk a massacre. This dark, stifling presence. Who or what? We go to take our place beside Archon Louis Soir. To your positions! Kasbah Mool, Soginin Moise Donzul. Dass ich lang genug leben würde, um Bahamut ein weiteres Mal ins Antlitz zu blicken. Logalo. Asawad Deken Bet Mubut. Großartig. Die ionenlange Gefangenschaft haben ihn nur hungriger gemacht. Imarat Way. Kiskantogahats Wadadorns. Ich bin mir ihrer bewusst. Kümmere dich nicht um sie. Sie sind machtlos, irgendetwas zu tun. Sees Nigem, Fisdun Dionelam Rai Sadai Don. Es hat begonnen. Bald schon wird der Planet seine wahre Form zurückerhalten. Ja, für die Bengals haben wir jetzt auch einen Namen, ne? Ascians. Ich tendiere aber manchmal dazu, sie S-Hats zu nennen, weil... It's true. Wie fühlst du dich, Eris? Oh, Mimodi.
Und uns hat es offensichtlich ziemlich weggenockt. Man sagt, dass du mitten während einer der Geschichten des Generals das Bewusstsein verloren hast. Ich musste veranlassen, dass man dich hierher zurück in das Stundenglas trägt. Das Hourglass ist ja quasi die Herberge, die direkt an die Taverne angeschlossen ist. Ich vermute mal, dass du einen ziemlichen Eindruck auf die anderen Gäste gemacht hast. Auch wenn es vielleicht nicht die Art von Eindruck war, die du im Sinn hattest. Bist du sicher, dass du dir genug Ruhepausen gönnst, Eris? Das Leben einer Abenteurerin kann ziemlich anstrengend sein. Das ist nicht das Problem, glaube ich. Naja, wie dem auch sei. Ich bin froh zu sehen, dass bei dir wieder alles normal ist. Ist wirklich nicht böse gemeint, aber sich um dich zu kümmern, wurde ein bisschen ermüdend. Ah, bevor ich es vergesse. Der General hat eine Nachricht für dich hinterlassen. Hat gesagt, dass, wenn du dich wieder wohlfühlst, dass du dann zu ihm in die Halle der Flammen kommen sollst. Vielleicht möchte er einfach nur die Geschichte beenden, die er erzählt hat, als du einfach eingeschlafen bist. Momodi ist ein Frechdachs. Aber das ist okay, sie darf das. Ist das eigentlich das erste Mal, dass wir Eris' Zimmer sehen? Ja, das Bett, da kann man sich drauflegen. Man hat keine besonderen Vorteile, wenn man das tut, aber wenn man wirklich voll im harten RP-Modus ist, kann man jedes Mal, wenn man sich ausloggt, sich zu Bette legen und dann beim nächsten Mal aufwachen. Kann man machen. Es gibt verschiedene andere Gegenstände hier, die würde ich jetzt erstmal ignorieren. Das sind meistens irgendwelche Tools. Unending Journey. Das ist so ein bisschen so unser Questlog, was wir bisher gemacht haben. Orchestrion, das ist die Musikbox. Wir können im Laufe der Zeit so Schriftrollen, oder was heißt Schriftrollen, eigentlich mehr so Lochkartenschriftrollen finden, womit wir, ja, den Soundtrack des Spiels hier quasi dann bewusst anwählen können. Also für jeden Track gibt es da irgendwie eine Schriftrolle, oder wir können die auch herstellen mit bestimmten Handwerksberufen. Und dann können wir die hier abspielen. Glamour Dresser, Amor, ignorieren wir an der Stelle erstmal. Nur schnell zwei Sachen zu dem gerade Gesehenen. Ja, waren tatsächlich noch mal Einblicke in die letzten Stunden der Schlacht von Cartenhoe. Als dann so langsam klar wurde, dass der Kampf gegen Bahamut nicht zu gewinnen ist. Zwei Sachen, glaube ich, sind da relativ auffällig, die ich einfach nur mal anbringen wollen würde. Ich fand die Cutscene, als ich sie das erste Mal bei Dan Floyd gesehen habe, fand ich relativ cool. Hm? Sie ist natürlich, gerade wenn man sie dann schon häufiger mal gesehen hat und vielleicht ging es euch auch so, sie ist natürlich nicht ideal inszeniert, aus mehrerlei Gründen. Das Voice-Acting, so-so. Ja. Gerade kann Senna, also die, ja, effektiv die Anführung von Britannia, ne, von den drei Hauptprotagonisten aus der Sequenz gerade eben, Rauban kennen wir ja jetzt persönlich. Die hochgewachsene, relativ bleiche, toughe Lady mit dem Kurzhaarschnitt, das ist halt die Admirälin aus Limsa Luminsa. Und kann Senna war die Dame in den Roben mit den Hörnern. Und gerade die Synchronsprecherin von Kanae Senna hat während zumindest großer Teile des Hauptspiels, sagen wir es mal so, man merkt ihr deutlich an, dass vermutlich nicht so viel Zeit war, im Falle eines Falles für das ganze Voice-Acting mal noch einen zweiten und dritten Take aufzunehmen, ne? Ja, das ist das eine. Und dann so vom Pacing, gerade wenn wir es mal vergleichen, so das Intro, klar, das ist eine etwas andere Geschichte, aber da wird halt diese Dynamik und die Panik und das Chaos dieser Schlacht von Cartenhoe ja, also wunderbar vom Pacing her umgesetzt, und hier sind die Pausen dann halt teilweise ein bisschen zu lang und, ne? Für all diese Sachen, wie gesagt, ich fand sie beim ersten Mal super, für all diese Sachen bitte ich wirklich zu bedenken, wir befinden uns noch voll und ganz in dem Bereich des Spiels, den sie da in den, was waren sie dann am Ende des Tages gewesen, ich glaube anderthalb Jahren, komplett nur aus dem Boden gestampft hat. Diese Cutscene gerade eben, das ist nicht so, dass die auch schon im Final Fantasy 1.0 drin waren und sie dann einfach nochmal ein bisschen aufgehübscht haben oder was. Die ist halt komplett neu gebaut, ne? Und wie gesagt, das ist das Coole, was solche Geschichten angeht. Je weiter wir im Spiel kommen, desto besser wird's. Und wie gesagt, ich mag die Zwischensequenz immer noch. Ich mag auch die Metal Gear Solid-Referenz. Bin ja irgendwie nett. Ah!
aber wenn ihr jetzt irgendwie sagen wollt, oh naja, für irgendwie Einblicke in den Kommandostand der größten Schlacht, die Eorzea seit Jahrzehnten gesehen hat, wirkte das irgendwie ziemlich lame. Es wird nur besser, ja? Und zwar bedeutend besser. Okay, lange Rede, kurzer Sinn. Wir gehen zu Rauban. Und weil wir sehr faul sind, nehmen wir einfach für die 3 Meter Strecke die Halle der Flammen, wo wir Rauban treffen sollen, befindet sich nämlich auch hier draußen. In demselben Areal, in dem wir schon waren, aber der Weg ist ein bisschen kürzer, wenn wir einfach vom großen Aetherite Crystal loslaufen. Nee. Überraschung. Ich habe auf dich gewartet, Eris. Ich nehme an, dass du dich vollständig erholt hast. Gut, es gibt viel Arbeit da draußen, die erledigt werden muss. Arbeit, von der ich möchte, dass du sie erledigst. Na dann, erzähl mal was. Hör gut zu, Eris. Es wird einige Zeit in Anspruch nehmen, das hier zu erklären. Ah, die Botschafterin von Uldar. Rauban möchte dir eine Aufgabe größtmöglicher Wichtigkeit anvertrauen. Mhm. Ich habe diese Briefe hier vorbereitet für meine Gegenstücke in der Eorzeanischen Allianz. Vor 5 Jahren haben wir hilflos dabei zugesehen, als unsere Brüder und Schwestern von uns genommen wurden, bei Cartano, von den Galeanern und dann von dem Dreifer verdammten Primal, der durch ihren Verrat herbeigerufen wurde. Es vergeht nicht ein einziger Tag, an dem ich nicht an meine gefallenen Kameraden denke. Und an die Krieger des Lichts, von denen nicht eine Spur übrig geblieben ist. Die Tragödien der Calamity sind nicht so einfach zu vergessen. Und man sollte sie auch nicht einfach vergessen. Indem wir uns an das erinnern, was wir verloren haben, werden wir auch gleichzeitig daran erinnern, was wir immer noch besitzen. Und darum gedenke ich, den 5. Jahrestag der Schlacht von Cartano mit einer Gedenkfeier zu begehen, zu Ehren der Gefallenen. Es ist meine Hoffnung, dass meine Gegenstücke in der Allianz zustimmen werden, dasselbe zu tun. Und ich möchte, dass du ihnen meine Worte überbringst als meine persönliche Botschafterin. Warum du? Schlicht weil deine Taten dich für mich zu dem machen, was einer Kriegerin des Lichtes am nächsten kommt. Mir fällt niemand ein, der dieser Rolle mehr würdig wäre. Die Frage ist, wirst du annehmen? Na klar. Dann ist es beschlossene Sache. Du wirst als meine offizielle Repräsentantin nach Gridania und Limsa Luminsa reisen. Nun, das bedeutet, dass du ziemlich lange Strecken reisen musst, aber ich habe weder die Zeit noch die Geduld darauf zu warten, während du diese Reise zu Fuß unternimmst. Hiermit gewähre ich dir die Erlaubnis, die Luftschiffrouten zu benutzen, die die 3 Stadtstaaten verbinden. Dieser Ausweis hier belegt, dass dir dieses Privileg zuteil wurde. Vorbei sind die Tage, als Luftschiffreisen allen Menschen zur Verfügung standen. Die stetig präsente Gefahr einer imperialen Attacke hat uns aus Gründen der öffentlichen Sicherheit gezwungen, drastische Restriktionen zu verhängen. Diese Pässe hier werden nur ausgegeben, wenn die Umstände es verlangen, so wie in diesem Fall. Auch wenn es andere gab, die darauf bestanden haben, dass du so oder so einen davon erhältst. Ei, Eris. Ich bin nicht der Einzige, der es sieht. Dein Potenzial ist mehr als offensichtlich. Aber ich habe schon genug gesagt. Im Namen der Sultana bitte ich dich, dich auf die Reise zu machen. Jetzt kannst du die Wunder des Reiches mit eigenen Augen sehen, für die die Krieger des Lichtes alles riskiert haben. Stelle dich deiner Bestimmung und erfülle dein Versprechen. Und sollte dein Pfad versperrt sein von Mensch oder Bestie, dann schlage schnell und hart zu, denn der Sieg gehört den Wagemutigen.
Und jetzt geh, Aris. Und folge stets der weisen Führung des Kristalls, sollst du jemals vom Weg abkommen. Nicht gerade spot on meine Rauban-Impression. Und ich muss mir gleich nochmal einen neuen Tee aufsetzen. Aber nichtsdestotrotz ist doch schön, also, ne? Wir sind offensichtlich wer. Und zwar so weit, dass wir jetzt tatsächlich als offizielle Botschafterin unserer Stadt herhalten. Das ist doch alles andere als verkehrt. Ich weiß ziemlich genau, dass die nächste Folge mit unseren fröhlichen Reisen vermutlich eine längere wird. Und von der Warte her würde ich sagen, haben wir jetzt mit einem großen Socialize-Event plus anschließendem Fallout oder Fall-Um, als Arista vom Echo umgelatzt wurde, erlebt. Und ja, stehen kurz davor, erstmalig Thanalan und Uldar zu verlassen und in die große weite Welt hinauszuziehen per Luftschiff. Das machen wir auf jeden Fall beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Ihr kennt ja das Spiel am Ende des Tages, nicht wahr? Ganz, ganz vielen lieben Dank, dass ihr reingeschaut habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr seid noch mit dabei. Und würde mich freuen, euch beim nächsten Mal begrüßen zu dürfen. Bis dahin, lasst es euch gut gehen, bleibt gesund und bis denn.